GTA in den 30er Jahren? Dann kann es sich bei diesem Spiel nur um Mafia handeln. Dieser Titel kam vor 1,5 Jahren für den PC heraus und soll Ende Januar für die PlayStation 2 und die Xbox erscheinen. Hier seht ihr die PS2-Fassung. Kurz zur Handlung. Ihr übernehmt die Kontrolle über Tommy Angelo, einem Taxifahrer, der durch einen Zufall ein paar Mafiosi das Leben rettet. Als er dann wenig später selbst Opfer eines Angriffs wird und sein Taxi nur noch Schrottwert besitzt, arbeitet Tommy von nun an für die Mafia. Das Geschehen findet in der virtuellen Metropole Lost Heaven statt. Während ihr zu Beginn des Spiels noch mit relativ einfachen Aufträgen betraut werdet, wie ein verfolgendes Fahrzeug abzuschütteln oder ein paar Gäste als Taxifahrer zum Zielort zu bringen, werden die Missionen im Verlauf des Spiels abwechslungsreicher. So müsst ihr zum Beispiel einen Banküberfall ausführen und euch danach schnell aus dem Staub machen. Eine einblendbare Übersichtskarte erleichtert euch dabei die Suche durch die Straßenschluchten ungemein. Wie bei GTA könnt ihr euer Auto auch verlassen, das Spiel schaltet dann in die von hinten Perspektive um. Manchmal müsst ihr zu Fuß fliehen, Schutzgeld eintreiben oder könnt ein Pläuschchen mit euren Gangsterkollegen halten. Während ihr mit dem linken Analogstick Tommy durch Lost Heaven steuert, schaut ihr euch mit dem rechten Stick um. Aber die Mafia wäre nicht die Mafia, wenn nicht auch Waffengewalt zum Einsatz kommen sollte. Bei dieser Mission müsst ihr Fahrzeuge demolieren, indem ihr ein paar Molotow-Cocktails springen lasst. Die Besitzer sehen das aber gar nicht gerne und wollen euch vorm Abhauen hindern. Die Waffenauswahl ist sehr vielseitig. Neben Baseballschläger und Co. finden sich hier auch Schusswaffen wie die gerne verwendete Tommy Gun und Handgranaten. An der Handschelle und der Wanted-Anzeige oben im Bild seht ihr, dass das Auge des Gesetzes auf euch aufmerksam geworden ist. Solltet ihr einen Fußgänger überfahren oder einen Unfall bauen, ist euch die Polizei sehr schnell auf den Fersen. Dem zeitlichen Setting nach fahren die Fahrzeuge aber nicht ganz so schnell wie bei GTA, sondern tuckern etwas gemächlicher durch die Gegend. Solltet ihr während eines Auftrags von der Polizei geschnappt werden, ist die Mission vorbei. Was uns bei Mafia bis jetzt am besten gefallen hat, ist die liebevolle Aufmachung, die sehr zur 30er Jahre Atmosphäre des Spiels beiträgt. Von der Musik bis zu den Fahrgeräuschen, alles ist perfekt der damaligen Zeit nachempfunden. Die Grafik ist eigentlich auch sehr schön, der Eindruck wird aber noch von einigen Rucklern geschmälert. Bis Ende Januar ist aber noch ein bisschen Zeit, sodass wir zuversichtlich sind, dass das Spiel bis dahin flüssig laufen wird. Hobbypaten sollten sich dieses Spiel auf jeden Fall schon einmal vormerken. Look, we'll talk later, Tommy.